Oho, wir haben hier so viele Zutaten. Also, ich wünsche mir Popcorn. Ah, das verstehe ich. Okay, Schatz, das ist ganz einfach. Zuerst muss ich den Mais kochen. Daraus mache ich tolles Popcorn. Hä? Wieso überhaupt irgendetwas kochen? Es gibt doch Körner. Die schütte ich einfach auf den Teller. Und dann erhitze ich sie mit einem Föhn. Oh, rette die Oma. Wer hat dieses Spielzeug nur erfunden? Du hättest meine Brille fast zerbrochen. Gib das her. Oh, ich glaube, da steckt was in meinen Ohren. Tut mir leid, Oma. Was soll ich mir ausdenken? Ich hab's. Ich mache einfach Popcorn in einem Waffeleisen. Und dann gebe ich noch ein bisschen Nutella hinzu. Die Kleine wird das lieben. Diese Körner wurden von mir persönlich geerntet, also kann ich sie verwenden. Das Popcorn des Chefkochs wird alle Erwartungen übertreffen. Sie gibt ein paar Skittles und ein paar Marshmallows hinzu, packt das alles in Alufolie und erhitzt es mit einem Gasbrenner. Aber bitte nicht nachmachen. Unser Popcorn ist fertig. Schauen wir mal. Oh ja, das ist einfach perfekt geworden. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Genau das Richtige. Die Kleine wird das lieben. La la la. Oh, mein Mais ist fertig. Ich hole ihn raus. Wunderbar. Der Mais kommt auf den Teller. Und jetzt schmiere ich noch ein bisschen Butter drüber. Ah, was für ein guter Geruch. Da habe ich selber Lust bekommen. Was riecht denn da so schlimm? Oh nein! Was für eine Katastrophe! Hey, Enkelkind! Was ist los? Mein Waffeleisen! Oh Mann, ist etwa alles verbrannt? Was soll ich jetzt machen? Oh, das stinkt aber. Guten Appetit, meine Kleine. Ja. Oh, wie cool. Hä, was ist das denn für ein Stück Kohle? Ist das überhaupt essbar? Was für ein Albtraum. Was ist das? Das ist einfach nur Mais. Okay, probiere ich mal. Nee, ich wollte doch Popcorn. Oh, dieser Eimer sieht ja cool aus. Ich kann sogar diese Zange benutzen, um meine Finger nicht dreckig zu machen. Oh, sind das etwa Marshmallows? Ach du meine Güte, das schmeckt einfach perfekt. Chefkoch, du hast gewonnen. Ich mag dein Popcorn. Oh, das ist ja süß. Ich habe mein Bestes gegeben. Oh, nicht anfassen. Das ist für die Kleine. Macht mir jetzt ein paar Cake Pops. Was? Okay, kann ich probieren. Oh je. Das ist doch nicht unbedingt eine Menge Arbeit. Ich nehme mir einfach ein paar Oreo-Kekse. Oh je. Ach du meine Güte. Ah. Oh, das war's. Also, die Kekse habe ich zerbröselt. Jetzt gebe ich meine Lieblingsnutella hinzu. Und vermische alles. Daraus mache ich fantastische kleine Bälle. Ja, das mache ich voll cool. Achtung, hier kommt Wolverine. Ah, scheint fertig zu sein. Ah ja, da gebe ich noch ein bisschen Erdbeersirup drüber. Das macht meine Cake Pops noch süßer. Oh, und noch ein paar bunte Streusel. Ist ein bisschen daneben gegangen, aber das wird schon. Tada! Oh, das hast du ja gut gemacht. Ich mache mich auch an die Arbeit. Ich schütte etwas Mehl hier in die Schüssel. Jetzt gieße ich ein bisschen frische Milch hinein und zerschlage zwei Eier. Alles schön verrühren mit einem Schneebesen und fertig ist mein Teig.
Schmeckt gut. Jetzt packe ich den Teig in die Formen. Und schieb sie in den Ofen. Für solche Gelegenheiten habe ich immer einen Schokokuchen parat. Ich muss ihn nur in Stücke zerreißen und dann in den Mixer zu kleinen Schokosplittern verarbeiten. Einfach anwerfen. So ist perfekt. Das kommt alles in eine Schüssel. Und jetzt füge ich Kondensmilch hinzu. Daraus knete ich mir einen Teig zusammen. Das mache ich natürlich selbstständig mit meinen eigenen Händen. Ich brauche eine perfekte runde Form. Diese Kügelchen kommen auf ein Brett. Weg mit den Handschuhen. Oh, ich liebe diese bunte Schokolade. Fangen wir mit der gelben an. Ich muss sie erstmal schmelzen lassen. Ja, diese Konsistenz ist gut. Jetzt kann ich meinen Cake Pop gelb färben. Sieht wunderbar aus. Jetzt kommen da noch ein paar Ohren hinzu. Und voilà. Meine Kuchenbällchen sind auch schon fertig. Was für ein süßer Duft. Da kommt jetzt etwas Schlagsahne obendrauf. Und darüber noch ein paar Marshmallows. Aber zuerst schneide ich sie in kleine Stücke. So. Und schon habe ich eine kleine Blume daraus gemacht. Sieht doch schön aus. Oh, das ist ein passender Blumentopf. Genau das, was mein Baby braucht. Hey, was soll ich denn mit der Blume anfangen? Ach, dieser grüne Spieß passt perfekt. Ach, wie siehst du denn aus? Fertig ist meine erste Blume. Ich werde meine Portion auch auf eine bestimmte Weise servieren. Da wird sich die Kleine freuen. Voll cool. Womit soll ich anfangen? Das sieht aus wie ein Cake Pop. Probieren wir mal. Schmeckt ganz schön gut. Dankeschön, Bruderherz. Oh, was für süße Blumen. Da hat sich die Oma aber Mühe gegeben. Probieren wir mal. Schmeckt richtig toll. Ich liebe diese Blumenblätter. Wo sind die Cake Pops? Seltsam. Oh, wow. Das sind ja meine Lieblings-Pokémons. Das ist ja Pikachu. Wie toll. Probieren wir mal. Schmeckt auch nicht schlecht. Na, die Qual der Wahl. Ach, die Blumen oder die Pokémons? Da fragst du noch. Natürlich ist Pikachu cooler. Das sind doch die Blumen von der Oma. Du hast recht, Oma. Du hast gewonnen. Oh, vielen Dank, mein Schatz. Na, was machen wir in der nächsten Runde? Ich wünsch mir so ein Wrap. Ah, ich kann nichts sehen. Ah, alles klar. Zuerst mache ich den Teig. Ach, wo ist denn mein Mehl? Oh, bloß nicht das. Ich kann nichts sehen. Oh je, viel zu viel Mehl. Wie auch immer, das Mehl ist in der Schüssel. Jetzt gebe ich da ein bisschen Milch mit hinzu. Ein paar Eier. Und jetzt alles schön mit einem Schneebesen umrühren. Wunderbar. Jetzt gebe ich den Teig auf die Pfanne. Und brate es. Nicht vergessen umzudrehen. So, mein Fladenbrot ist fertig. Riecht super. Jetzt kommen da Salatblätter rein, Tomaten, Gurken, ein bisschen Brokkoli. Jetzt alles einwickeln. Hey, was ist denn hier los? Wieso hörst du nicht auf mich? Was soll das?
Ich habe eine Idee. Ich benutze einfach diese Paprika. Die wird meinen Wrap halten. Wunderbar. Ist das etwa Fleisch? Das ist Gemüse. Nee, das werde ich sicher nicht anfassen. Ich muss mir das überlegen. Ah, cool, dass ich Hubba Bubba in der Tasche hatte. Ich benutze einfach Kaugummi statt den Teig. Einfach mal ausrollen. Na, gefällt euch das? Und als Füllung benutze ich Twix und Marshmallows und natürlich ein paar Skittles. Ah, ich hätte ja fast die Sahne vergessen. Je mehr, desto besser. Also mein Filet ist in perfekte Scheiben geschnitten. Jetzt brate ich diese Stücke. Aber ich mache es natürlich nicht auf die klassische Art und Weise. Nein, ich werde einfach das Fleisch anzünden. In der Haute Cuisine nennt man das Flambieren. Das verleiht dem Fleisch einen rauchigen Beigeschmack. Ach du meine Güte, wir brennen! Keine Angst, ich habe alles unter Kontrolle. Also, das Fleisch ist fertig. Jetzt lege ich es auf mein Fladenbrot mit ein bisschen Gemüse und Soße. Perfekt. Wow, das ging ja schnell. Kind, guten Appetit. So, womit soll ich anfangen? Mit dem Ding der Oma. Das riecht nach Gemüse. Ist da etwa nichts außer Gemüse drin? Ist ja langweilig. Was hat mir die Chefköchin zubereitet? Oh, das riecht ja gut. Schmeckt auch viel besser. Gefällt mir. Ups, alles ist auseinandergefallen. Naja. Oh, wow. Dieser Wrap von meinem Bruder sieht ja perfekt aus. Wunderschön. Probier mir mal. Das ist einfach unglaublich gut. Du hast natürlich gewonnen. Lecker. Was? Ich habe gewonnen? Unglaublich! Fertig. Ich wünsche mir ein Gelee. Gelee? Das kann ich machen. Ich nehme einfach Gelatine. Etwas Zucker. Und natürlich Wasser. Jetzt mischen wir das alles zusammen. Oh ja, ich liebe diesen Mixer. Aber man will ja natürlich so viel wie möglich Gelee haben und in allen möglichen Farben. Diese Form passt perfekt. Da kommt die erste Schicht rein. Ich gebe in mein Gelee meine selbstgemachte Erdbeermarmelade. Ja, die habe ich selbst gemacht. Schön umrühren. Und jetzt brauche ich etwas aus meiner Handtasche. Ein Gebiss? Nein. Strickzeug? Nee, auch nicht. Na, wo war's denn? Ah ja, da bist du ja meine Form. Da kommt jetzt mein Gelee rein. Oh nein, ich muss gleich niesen. Hatschi! Oh, meine Brille. Ich kann nichts sehen. Aber wie auch immer, das Gelee kommt jetzt in den Kühlschrank. Oh, irgendwie ganz schön heiß hier. Und jetzt ist es mir zu kalt. Oh je. Yeah. Oh, ist ja ganz schön feucht hier. Gelatine? Nee, ich brauche Gummibärchen. Hey, Mr. Bär. Du hast meinen Freund aufgegessen. Tut mir leid, Herr Bär. Ihr kommt jetzt auf den Teller. Und einen von euch werde ich essen. Wobei, nee. Hier noch ein paar hin und hier noch ein paar. Und noch ein paar Gummibärchen. Hier fehlt noch was. Ah, ja, genau. Wie wär's denn mit einer Erdbeere? Sehen? Oh, das sieht ja wunderbar aus.
Und jetzt noch die anderen Schichten. Hier fehlt nur noch ein bisschen Dekoration. Erdbeeren sind toll. Und jetzt brauche ich noch leckere Creme. Ich werde jede einzelne Schicht dekorieren. Und noch ein paar Erdbeeren. Wunderbar. Ah, die Oma ist ja wieder zurück. Hey, Oma, warte! Hier, das ist deine Brille. Geht's dir besser? Oh, danke schön, mein Kleiner. Guter Junge. Oh, was ist das denn für eine Pflanze? Oh, ihr habt euch ja Mühe gegeben. Aber meins ist auch nicht viel schlechter. Na, Paige, such dir was aus. Oh, wow, so viele Wackelpuddinge. Womit soll ich anfangen? Mit diesem Würfel hier. Oh, ich liebe diese Gummibärchen. Jetzt nehme ich mir den ganzen Würfel. Oh Mann, er ist auseinandergefallen. Der Würfel ist leer. Gefällt mir nicht. Ich probiere jetzt das hier. Ui, voll wackelig. Ich glaube, ich werde wohl eine Gabel gebrauchen. Oh Mann, selbst die Gabel kann da nicht weiterhelfen. Na gut, ich probiere es einfach mit der Hand. Was ist denn da drin? Oma, das ist doch deine Brille. Wie geht's? Okay, jetzt mache ich mich an den Geleekuchen. Oh, du wackelst ja lustig. Probieren wir mal. Das schmeckt ja lecker. Vor allem mit der Creme und den Erdbeeren. Eindeutig, diese Torte hat gewonnen. Na, hätte es anders sein können. Und jetzt wünsche ich mir Eiscreme. Könnt ihr das schaffen? Das ist ein Kinderspiel. Ich brauche zuerst Milch, aber doch keine Supermarktmilch. Nein, ich brauche die frischesten Zutaten. Hallo Kuh, danke dir für diese frische Milch. Jetzt mixe ich diese frische Milch mit Zucker in meinem professionellen Mixer. Ich gieße sie in Formen und stecke da Stäbchen rein. Diese Formen kommen in eine Schüssel. Und jetzt hole ich was ganz Besonderes aus meinem Koffer raus. Oh ja, das ist flüssiger Stickstoff. Der wird alles gefrieren lassen. Oh, Tina, du machst es dir doch viel zu schwer. Schau zu, ich zeig's dir. Erstmal nehme ich mir Milch, Mehl, Zucker und Eier. Daraus mache ich Waffeln. Schön umrühren. Und jetzt kommt dieser Teig auf meine Waffelmaschine. Eine Weile warten. Und solange die Waffel heiß ist, kann ich ihr die richtige Form verleihen. Wunderbar. Die perfekte Waffel. Jetzt bringe ich das Eis in den Kühlschrank und lasse es dort aushärten. Ich muss nur noch ein kleines bisschen warten. Milch! Viel zu kompliziert. Ah, genau, ich habe eine Idee. Ich nehme einfach Sprite und stecke da einen Stock rein. Und das kommt jetzt in den Tiefkühlschrank. Hey, Oma, bist du eingeschlafen? Was, was? Ach ja, ich bin ein bisschen eingenickt. Danke, dass du mich geweckt hast. Mein Eis ist fertig. Jetzt kann ich mein Eis gefrieren. Ach, dieses Eis ist perfekt. Nein, das perfekte Eis hat man gemacht, als ich klein war. Ach, du hast doch keine Ahnung. Hier kommt noch etwas Zuckerguss drüber. Und damit mein Eis noch besser aussieht, dekoriere ich noch ein bisschen. Das wird Paige sicher gefallen. Also ich bin mir sicher, was Paige gefallen wird. Natürlich mein hausgemachtes Eis. Genau das Richtige. Na, das schmeckt ja wirklich gut. Ben, willst du auch was probieren? Sorry, Oma, ich bin beschäftigt. Oh Mann, ich kann es nicht rausholen. Daran habe ich nicht gedacht. Wobei, ich habe eine Idee. Ich nehme mir einfach eine Kettensäge.
Okay, den Überschuss ziehen wir ab. Yeah. Bedien dich, Paige. Oh, das ist ja großartig. Was ist das denn? Oh, ist ja voll schwer. Nicht schlecht. Oh nein. Es ist runtergefallen und zerbrochen. Ups. Es war einfach viel zu groß. Oh, was für nette kleine Tierchen. Das ist ja Eis am Stiel. Ich nehme jetzt erst das Schweinchen. Mann, ist das gut. Das ist mega lecker und richtig niedlich. Und was hat die Oma gemacht? Oh, wow. Ich liebe dieses Eis. Das ist genau das, was ich wollte. Oma, du hast eindeutig gewonnen. Oh ja, hab ich's doch gesagt. Tut mir leid, Ben. Und jetzt wünsche ich mir ein Marshmallow. Voll süß, nicht wahr? Oh, das ist ja schon wieder was Unbekanntes. Aber in meinem Rezeptbuch werde ich sicher was finden. Aha, Kuchen, Rührei. Ich glaube, ich brauche Schokolade. Und natürlich ein paar Marshmallows. Ich werde die erste Schicht aus Schokolade machen und die nächste Schicht aus Marshmallows. Oh wow, das war eine ganze Packung. Jetzt brauche ich einen Ofen. Oh nein, bloß nicht das! Oh. Oh Ben, vielen lieben Dank. Das hast du gut gemacht. Du hast uns beide gerettet. So, mein Gericht kommt jetzt in den Ofen. So in etwa. Jetzt muss ich nur ein bisschen warten. Was könnte ich in der Zwischenzeit machen? Ah ja, genau. Ich schaue mir meine Lieblingssendung an. Oh, die sind ja lustig. Ja, was soll ich denn mit den Marshmallows machen? Ich habe eine Idee. Ich mache einfach ein paar Kaninchen daraus. Wir brauchen nur noch ein paar Augen und den Mund. Perfekt, würde ich sagen. Und ich mache etwas aus Gelatine und Zucker und Wasser. Das alles schlage ich auf. Passt wunderbar. Jetzt kommt diese Mischung in eine Spritze. Und ich brauche ein paar Strohhalme. Welche Farbe sollte ich auswählen? Ich nehme mir Rot. Diese Farbe kommt in meinen Marshmallow-Mix. Und nochmal schön durchmixen. Oh, diese Farbe ist wunderbar. Jetzt brauche ich wieder eine Spritze. Und ich mache dasselbe wie letztes Mal. Schaut euch das mal an. Schön, nicht wahr? Wunderbare Marshmallow-Zöpfe. Und jetzt muss ich sie nur noch zusammenkleben. Oh ja, das ist die Perfektion selbst. Hä, was ist das denn? Oh wow, Tina, was für ein großer Marshmallow. Unglaublich, jetzt macht die eine Schnecke. Ich glaube, ich kann was probieren. Ups. Menno, da ist nichts mehr da. Die perfekte Spirale. Übrigens, wo ist die Oma? Oh, tatsächlich. Oh, was für eine tragische Sendung. Ich kann nicht mehr zuschauen. Oh, meine Marshmallows sind fertig. Ah, Paige, ich hoffe, es wird dir gefallen. Riecht ja wunderbar. Unglaublich. Was für schöne Gerichte. Oh, eine riesige Marshmallow-Schnecke. Die ist ja gigantisch. Das schmeckt mega, mega, mega lecker. Und jetzt probiere ich Omas Marshmallow-Kuchen. Wow, ist ja voll elastisch. Und mit Schokolade schmeckt das noch viel, viel besser. Oma, das ist mega lecker. Oh, diese
Häschen sind ja mega niedlich. Oh, ihr seid so süß. Ich muss euch sofort probieren. Ja, das schmeckt gut. Ben, diesmal hast du gewonnen. Einfach mega niedlich. Yeah, ich hab gewonnen. Tja, hab ich doch gewusst. Ich wünsch mir so ein Gelee. Mach das für mich. Alles klar. Das kann ich schaffen. Gelee? Ich hab Fanta. Erstmal den Deckel öffnen. Oh, wieso ist das so schwer? Oh, so langsam klappt's. Na komm schon. Ach, doch nicht. Ah, ich hab 'ne Idee. Halt mal fest. Noch ein bisschen und... Nein, 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 nein. Gib mir sofort die Flasche zurück. Och, Menno. Jetzt habe ich so viel verschüttet. Pass auf, verschluck dich nicht, Emma. Ach, ich liebe diese Fanta. Aber wir sollen ja ein Gelee machen. Da werde ich einfach Honig hinzugeben. Oh, riecht köstlich. Davon muss ich was probieren. Schmeckt einfach super. Richtig schön süß. Davon will ich mehr. Oh, kipp das in die Flasche. Ah, du hast recht. Ich soll ja das Gelee machen. Ah, bist du eine Naschkatze? So ist gut. Jetzt kann ich was da reintropfen. Moment. Na komm schon. Noch ein kleines bisschen. Ah, ich hab nichts mehr übrig. Ich muss mir was anderes überlegen. Moment, ich hab's. Wo willst du denn hin? Oh ja, genau das, was ich brauche. Ich hoffe, die Bienen haben nichts dagegen, wenn ich mir diesen Bienenstock nehme. Oh. Oh nein, bloß nicht das. Seid nicht wütend auf mich. Ich wollte doch nur ein bisschen Honig. Lasst mich in Ruhe. Oh, gerade noch mal gut gegangen. Na, jetzt habe ich genug Honig. Oh, so viel davon. Schmeckt super. Na also, noch ein kleines bisschen. Ab in die Flasche. Und jetzt den Deckel schließen. Und jetzt alles gut durchschütteln. Oh, und was mache ich jetzt? Ah ja, natürlich. Ich muss diese Fanta einfrieren. Na also, jetzt heißt es abwarten. Mein Kessel ist bereit. Ich habe eine wunderschöne Spinne. Eine prächtige Kakerlake. Und ein Zweig Wermut. Und eine Zauberfeder. Eine unglaubliche Pille. Und natürlich einen kleinen Zaubertrank. Und fertig ist mein magisches Gelee. Wobei, Moment mal, ich habe die Tintenfisch-Tentakeln vergessen. Jetzt muss ich alles schön umrühren. Und fertig ist mein herrliches Gelee. Ich nehme mir Hubba Bubba. Der schmeckt richtig lecker. Wunderbar langer Kaugummi. Genau das Richtige. Das alles kommt jetzt in den Mixer. Das, was ich brauche. Jetzt schließe ich ihn und mixe alles gut durch. Jetzt brauche ich den besten Honig überhaupt. Wunderbar, genau diese Qualität brauche ich. Der kommt mit in den Mixer. Und schon habe ich wunderbares Kaugummi-Gelee. Probieren wir mal. Oh ja. Jetzt wird das vorsichtig in eine Flasche gegossen. Und jetzt mit etwas flüssigem Eis abgekühlt. Oh, schaut euch das an. Mein Gelee wird das leckerste sein. Sieht schick aus. Und außerdem gebe ich da noch ein bisschen Glitzer mit hinzu. Magischer, kühlender Glitzer. Ich glaube, mein Gelee ist fertig. Oh, was für eine riesige kalte Flasche. Schaut mal. Womit soll ich denn anfangen? Ich nehme mir diese blaue Flasche hier. Oh, wow. Ja, das schmeckt wunderbar. Was ist das denn? Eine Biene? Wie seltsam. Was soll ich jetzt probieren? Oh, diese rosa Flasche sieht toll aus.
schmeckt lecker. Wow, daraus kann ich sogar eine Kaugummiblase machen. Das ist die dritte Möglichkeit. Sieht ganz schön unappetitlich aus, aber ich probiere trotzdem was. Na, gar nicht schlecht. Ah, was ist mit mir los? Davon probiere ich nichts mehr. Der Kaugummi hat gewonnen. Menno. Diesmal wünsche ich mir einen Lutscher. Der soll wunderschön sein. Ich weiß, wie ich ihn zubereiten werde. Ich brauche die Hände von diesen Puppen und einen kleinen Topf. Der Topf kommt auf den Herd, da kommt Zucker rein und etwas Wasser. Alles schön umrühren. Mein Lutscher wird die beste Farbe haben. Ich meine natürlich schwarz. Oh ja, das wird auf jeden Fall gut. Jetzt kommt diese Masse in ein Glas. Und da stecke ich jetzt die Hand rein. Nach einer Weile ziehe ich die Hand wieder raus. Und fertig ist mein verbrannter Zucker. Sieht aus wie ein Ärmel von einem Abendkleid. Was soll ich denn machen? Ich nehme mir einen Löffel. Da kommt Zucker drauf. Und den werde ich ein bisschen erhitzen. Oh, das macht ja Spaß. Oh, der brennt ganz schön stark. Ich sollte was probieren. Ah, das war ganz schön heiß. Versuch, das Ding abzukühlen. Du hast recht. Du kommst in die Tiefkühltruhe. Na also. Oh ja, wunderbar. In diesen roten Sirup gebe ich Zucker. Oh, herrlich. Das wird ein gutes Bonbon. Jetzt noch ein bisschen umrühren. Yeah, jetzt ist es fertig. Was für ein nettes Würstchen ich hier habe. Das muss ich ausrollen. Bellissimo. Jetzt verbinde ich die rote Wurst mit einer weißen. Und jetzt drehe ich beide zu einer Schnecke ein. Herrlich, genau das, was ich wollte. Na, wie geht's meinem Lutscher? Ich frage mich, ob er kalt geworden ist. Oh nein, der ist ein bisschen zu kalt. Ah, das hat wehgetan. Aber dafür weiß ich sicher, dass er kalt ist. Schaut euch meinen Lutscher an. Wow, die Qual der Wahl. Was ist das denn? Es riecht ganz schön eklig. Nee, das will ich nicht probieren. Das sieht ja seltsam aus. Riecht aber gut. Das ist ja Zucker. Was? Das ist doch die Hand von meiner Barbie. Wie konnte sie nur? Wow, dieser Lutscher gefällt mir. Genau so einen habe ich mir gewünscht. Oh, der schmeckt ja super. Ja, der ist am besten. Ja, habe ich doch gewusst. Ich habe auch gar nicht dran gezweifelt. Ein letzter Schliff und ich wünsche mir eine Wassermelone. Was für eine große Wassermelone, voll cool. Wie soll ich dich öffnen? Mit der Faust vielleicht? Och, Menno, wieso geht das nicht? Ich werde einfach eine Kettensäge benutzen. Gleich mache ich das. Ah, du spritzt mich doch voll. Ja, mich auch. Sei doch vorsichtig. Nein, sorry, das macht viel zu viel Spaß. Genau das, was ich wollte. Das sieht ganz schön unappetitlich aus. Ich werde das um einiges besser machen. Also, ich schneide ein Stückchen raus. Das brauche ich nicht. Jetzt nehme ich mir einen Mixer und mixe das Fruchtfleisch schön durch. Und schütte es aus. Wer braucht das schon? Jetzt kippe ich Gelatine in eine Schüssel und gebe ein bisschen Wasser mit rein. Schön umrühren. Und einfärben. Und wieder umrühren.
Von solchen Schüsseln brauche ich 6 Stück. Und jeder hat eine andere Farbe. Sieht ja eklig aus. Du bist eklig. Schau mal, was ich mache. Ich kipp zuerst das rote Gelee rein. Dann das Orangene, das Gelbe, das Grüne. Alle Regenbogenfarben eine nach der anderen. Und jetzt schließe ich die Wassermelone wieder. Super. Was ist denn hier los? Ich werde dich noch kaputt machen. Aua, mein Arm tut weh. Meine arme Hand. Ah, du tust mir leid. Ich werde dir helfen. Ah, okay, meine Hände sind gerettet. Heißt das, ich kann nicht mehr weiterschlagen? Ja, so in etwa. Schau, ich helfe dir. So einfach war das? Wieso habe ich das nicht geschafft? Tja, das will gekonnt sein. Ich brauche einen Löffel. Und das war's auch schon. Fertig. Guten Appetit. Womit soll ich anfangen? Mit der Wassermelone. Ich hole mir ein Stückchen raus und probiere es. Schmeckt nach ganz normaler Wassermelone. Hä? Was ist das denn für ein Gehirn? Irgendwie habe ich keine Lust drauf. Wobei, insgesamt schmeckt das halt eben wie eine Wassermelone. Und was ist das denn? Muss ich die Wassermelone etwa aufschneiden? Na okay, schauen wir mal, was da drin ist. Wow, das sieht ja toll aus. Unglaublich. Ich habe noch nie so eine Wassermelone gesehen. Das ist die beste und leckerste, die ich je probiert habe. Sie hat gewonnen. Was hast du gesagt? Nein, die Wassermelone hat gewonnen. Das ist voll unfair. Ich frage mich, was uns erwartet. So, ich bin fertig. Ich wünsche mir ein Sandwich. Alles klar. Ah, das schaffe ich ganz sicher. Wir können doch anfangen, oder? Zuerst muss ich das Brot in Form eines Sechsecks machen. Hier kommt ein Stück Käse drauf. Das schneide ich auch aus. Appetitlich. Hier kommt eine Chilischote drüber. Und ein bisschen Tabasco-Soße zum Würzen. Oh, ist das scharf. Genau das, was ich wollte. Hier kommt noch ein Stückchen Brot drauf. Und ein kleines Wurstkreuz. Jetzt muss ich die Dinger noch ein bisschen flambieren. Ist das nicht gefährlich? Na gut, ich benutze einfach einen Toaster. Da kommen meine Brotscheiben rein. Jetzt nehme ich mir diese wunderschönen bunten Streusel. So ist gut. Sieht schick aus. Da kommen noch Gummibärchen drauf und Marshmallows. Und noch ein paar Geleebohnen. Oh, das wird das beste Sandwich aller Zeiten. Oh, irgendwie kriege ich den Toaster nicht zu. Na also. Ah, das hat wehgetan. Oh ja. Die sind ganz schön heiß, aber ich bin mir sicher, die werden richtig lecker schmecken. Was macht ihr denn da, Mädels? Schaut mal her, so macht das ein echter Profi. Ein bisschen Schinken, ein bisschen Käse. Der Turm gefällt mir. Jetzt nehme ich mir Cheetos, zerkrümel die. Tunke das Sandwich da rein. Nee, gefällt mir nicht. Ich schlage ein Ei auf, vermische Eigelb mit Eiweiß. Dippe da mein Sandwich rein. Und jetzt dippe ich es nochmal in die Krümel. Ein bisschen Öl in die Fritteuse. Das wird einfach unglaublich gut schmecken. Es wird Zeit, mein Sandwich rauszuholen. Oh ja, na das nenne ich doch mal ein Sandwich. Guten Appetit. Such dir was aus. Womit soll ich anfangen? Mit dem hier vielleicht. Boah, das sieht ja appetitlich aus.
Wow, einfach richtig köstlich. Zu schade, dass das Sandwich so klein war. Was ist das denn? Sieht ja seltsam aus. Richtig schön bunt. Schmeckt lecker, da sind Bonbons drin. Und was ist das? Oh, sieht ganz schön eklig aus. Muss ich das etwa probieren? Mann! Ist das scharf! Helft mir! Ich brauche ein bisschen Wasser. Oh, oder ein leckeres Sandwich. Das war das Beste. Yeah, ich habe gewonnen!